und herzlich willkommen hier zu The Flo hier und einem neuen Unboxing. Ja, ihr seht schon, ich habe eine neue Grafikkarte gekauft, beziehungsweise bestellt. Und zwar von HIS, die Ice QX Radeon HD 7870 GHz Edition in der Turbo-Version, also ein bisschen besser. Sogar PCIe 3.0, 2 GB Speicher. Das weiß ich selber noch nicht, was das sein soll. Und natürlich HDMI. Und natürlich die Turbo-Funktion. Ich weiß auch noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Das muss ich mir noch angucken. Ansonsten, hüllemäßig sieht ganz stylisch aus. Und ich habe so das Gefühl, weil hier hinten drauf steht, das ist halt wegen der Kälte, dass es sehr gut ist, dass sie schön kalt ist. Und das werden wir uns natürlich später noch einmal angucken. Ja, ihr seht hier schon die Grafikkarte. Also sieht stylisch aus, hat was. Die Radeon HD 7870. In meinen Augen sieht die echt gut aus, also kann man nicht meckern. Ein Lüfter. Auf meiner alten hatte ich zwei. Die hat hier hinten die zwei Anschlüsse für Strom. Ansonsten da vorne HDMI, DVI, Mini-HDMI oder DVMI? Ne, DVI. Komme ich jetzt nicht drauf, wie der wirklich heißt. Aber ich meine, er heißt DVI. Ich kann mich aber jetzt auch täuschen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, was war alles mit dem Paket noch mit drinne? Außer die Grafikkarte, die ich natürlich später noch einbauen werde. Da war so ein schöner Adapter dabei, den ich natürlich nicht brauche, weil ich komplett über HDMI gehe. Also brauche ich den hier nicht. Es sei denn, ich bin an einem Bildschirm anschließen. Denn natürlich für das Crossfire-System, was ich nicht nutze. Davon habe ich jetzt zwei Stück, glaube ich. Naja. Verkaufen. Und ansonsten, hier die Tribord-CD und ein kleines Handbuch, was ich mir nachher natürlich auch noch durchlesen werde. Natürlich der schöne Aufkleber, der natürlich hier unten mit ans Gehäuse rankommt. Und ja, mal gucken. Also ich bin echt gespannt, wie das mit dem Turbo nachher läuft. Ansonsten, hier haben wir die Rechnung, ganz normal. Ihr seht, ich habe 200 Euro dafür bezahlt. Also die war gerade im Angebot, statt 215 hat die 199 gekostet. Inklusive Versandkosten war ich dann bei 212 und habe 15, 16, 17 Euro gespart. War natürlich sehr interessant. So, dann haben wir hier natürlich, damit man weiß, dass man die Grafikkarte ordentlich einbauen soll, aber das weiß ich ja, ist ja nicht die erste Grafikkarte, die ich einbaue. Ich habe ja auch schon Praktikum gemacht bei einem PC-Fachhandel und habe da ja auch mehrere PCs, Grafikkarten zusammengebaut und eingebaut. Also ein Kinderspiel für mich. So, dann haben wir hier ein Gutscheinbuch von gutscheine.de. Muss ich mal durchblättern, ob da irgendwas Interessantes bei ist, aber ich glaube eher weniger. So, dann haben wir hier von Tracking-Lager, oder besser gesagt Dima-Buy, auch so ein Gutscheinbuch. Das Ganze habe ich zweimal bekommen. Keine Ahnung wofür, aber ich nutze die Dinger eh nicht. So, dann haben wir hier von Teufel auch einen Gutschein bekommen, im Wert von 50 Euro. Aber sowas nutze ich eigentlich gar nicht. Weil ich hab soweit alles. Yo, jetzt bin ich der Weihnachtsmann. Und dann habe ich hier nochmal einen Fun-O-Gutschein erhalten von Aquianatus. Keine Ahnung, ich kenne das Ganze nicht. Scheint wohl mit Herrenjacke Taschen so zu sein. Muss man mal sehen. Werde ich mir bestimmt mal mit der Kurz angucken. Ja, ansonsten hier noch einmal die schöne Grafikkarte von HIS 7870. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Leider kann ich jetzt die Let's Plays, die ja schon am Laufen sind, kann ich euch damit leider noch nicht demonstrieren, weil ich ja schon einiges voraufgenommen habe. Aber